Diese jungen Männer hier gehen mit einer Art Astronautenhelm zum Einkaufen. Allerdings nicht zum Spaß, ganz im Gegenteil. Die beiden müssen das machen, denn sie haben einen sehr seltenen Gendefekt. Wir haben die sogenannten Mondscheinzwillinge besucht. Unsere Recherche hat ergeben, dass wir dafür nach Bordeaux fliegen müssen. Dort leben die 21-jährigen Zwillinge Vincent und Thomas. Als Treffpunkt bestehen sie auf ihre Wohnung. Warum? Guten Tag, kommt rein. Keine Spur vom Astronauten-Outfit. Vincent sieht völlig normal aus, genau wie die Wohnung. Komisch. Doch dann kommt Vincents Bruder Thomas vom Bäcker. In Raumfahrermontur, genau wie auf unserem Foto. Die beiden klären uns auf, warum der Anzug zu ihrem Alltag gehören muss. Wir haben eine Krankheit. Die führt dazu, dass unsere Haut keine Sonnenstrahlen verträgt. Folglich müssen wir, wenn wir rausgehen, eine Art Schutzhelm tragen, um uns vor den UV-Strahlen zu schützen. Und wenn ich drinnen in unserer geschützten Wohnung bin, dann muss ich natürlich keinen Helm tragen. Die Ursache ein genetischer Defekt. Den Zwillingen fehlt das Enzym, das durch UV-Licht verursachte Schäden in den Hautzellen repariert. Die Folge, der geringste Kontakt mit UV-Licht löst Wucherungen und Hautkrebs aus. Aber nicht nur UV-Strahlung ist gefährlich für die beiden, sondern alles, was die Zellheilung verlangsamt. Zigaretten, Alkohol und Koffein, also kein Kaffee zum Frühstück. Wir wollen uns ein Bild von ihrem Alltag machen. Warum tragen sie in der Wohnung trotz Tageslicht keine Schutzkleidung? Man kann das hier am Kleber sehen. Mit ihm sind UV-Schutzfolien befestigt. Die sind ansonsten komplett unsichtbar. Meine Eltern haben sich damals gedacht, wenn man Kunstgemälde im Museum auch vor eindringenden UV-Strahlen schützen kann, dann können wir uns doch genau diese Folien auch beschaffen und sie ans Fenster kleben. Dann kämen keine UV-Strahlen mehr rein und unsere Jungs sind geschützt. Bis ins Alter von 2 Jahren lebten die Zwillinge völlig normal mit ihrer Familie. Sie waren draußen, ohne Schutzhelme. Dann bemerkten die Eltern vor allem bei Vincent rote Flecken im Gesicht. Ungewöhnlich für ein so dunkelhaariges Kind. Mit 2,5 kam die Schockdiagnose. Meine Eltern waren mit uns beim Hautarzt. Der erkannte die Krankheit und hat ihnen erklärt, wir Kinder dürfen gar nicht mehr raus, sonst kriegen wir Hautkrebs. Niemand sonst in der Familie leidet an dem seltenen Gendefekt. Auch Vincents und Thomas' Kinder würden ihn vermutlich nicht erben. Ihre Eltern taten alles für eine normale Kindheit. Mit Ausflügen, Sport und Freunden. Für uns ist alles sehr gut gegangen. Unsere Eltern waren großartig. Sie wurden quasi zu Pionieren für Mondscheinkinder und deren Schutzmaßnahmen. Sie haben wirklich alles dafür getan, dass wir eine normale Schulzeit hatten. Wir mussten zwar drinnen bleiben, aber unsere Freunde kamen dann zu uns zum Spielen. Wir haben uns fast gleich gefühlt, denn wir waren immer in einer Gruppe integriert. Wir waren nie ausgeschlossen, nur weil wir unsere Krankheit hatten. Auf UV-Strahlung reagieren die beiden 1000-mal so empfindlich wie normale Menschen. Mit langer UV-sicherer Kleidung, Handschuhen und den Astronautenhelmen bedecken die Zwillinge jeden Millimeter ihrer Haut, bevor sie ins Freie treten. Obwohl es heute bewölkt ist, sind diese Maßnahmen für sie lebenswichtig. Die Welt verschwindet hinter einer dicken Scheibe. Wenn wir ohne Schutz rausgehen würden, spüren wir das nicht. Wir haben keine Schmerzen, es piekt nicht. Wir haben den Eindruck, nichts geschieht. Was aber passiert, ist im Inneren von uns. Unsere Zellen werden immer weiter und weiter zerstört. Und dann entwickeln wir viel schneller Krebs als ein gesunder Mensch. Ein Sonnenbrand wäre tödlich. Ohne Schutz können Vincent und Thomas daher nur nachts raus. Deshalb nennt man sie Mondscheinkinder. Unter 1 Million Geburten kommt dieser Gendefekt nur einmal vor. Ungeschützt wären sie noch vor ihrem 10. Geburtstag an den Folgen von Krebs gestorben. Selbst im Supermarkt dürfen die Zwillinge ihre Astronautenhelme nicht ablegen, denn leider kann auch Kunstlicht UV-Strahlung enthalten. Ständiger Begleiter der beiden, dieses merkwürdige Gerät. Dieses Gerät misst und rechnet für uns UV-Strahlung um. Nur wenn 0 erscheint, können wir die Helme weglassen. Bei jedem Wert über 0 müssen wir sie weitertragen. Je geringer der Abstand zur Lichtquelle, desto höher die UV-Strahlung. Sprich, desto gefährlicher ist das Licht für die beiden.
Es gibt auch noch Unterschiede bei den Lampen. Es gibt welche, die gefährlicher für uns sind als andere. Diese hat definitiv weniger UV-Strahlung als die Neonröhre da hinten. Der Wert der Neonröhre ist tatsächlich fast 5-mal höher. Die schlimmste Strahlung wäre übrigens die eines Solariums. Während des Einkaufs fallen uns die Blicke der anderen Kunden auf. Der merkwürdige Aufzug der Zwillinge irritiert die Menschen. Ich dachte, die drehen hier einen Spielfilm. Man fragt sich wirklich, was das sein soll. Selbst ich, obwohl mich das nur stört, habe mich das gefragt. Man ist es einfach nicht gewohnt. Viele schauen betreten zur Seite. Dabei war es früher noch viel schlimmer. Mit den alten Masken hat man unser Gesicht nicht erkannt. Es waren ja nur Skibrillen mit einer Haube. Und das hat den Leuten Angst gemacht. Mit diesen neuen Helmen geht es viel besser als früher, denn die Leute sehen unser Gesicht. Das macht es für die Menschen einfacher und es wirkt sympathischer. Sie kommen auch und fragen oft nach, warum wir sie anhaben. Trotz allem, die beiden versuchen ihren Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Nach dem Einkauf fahren sie zur Uni. Im Auto können sie die Helme absetzen. Die Scheiben sind mit Schutzfolien abgeklebt. Vincent macht gerade seinen Bachelor in Messtechnik. Er möchte später in der Raumfahrt- oder Automobilindustrie arbeiten. Thomas studiert im Masterjahrgang Geschichte. Beim Betreten des Gebäudes fällt auf, Thomas verschließt die Türe peinlichst genau. Nicht ohne Grund. UV-Strahlen können auch durch die offene Tür reinkommen. Deshalb sind wir gezwungen, genau nachzuschauen, ob alles verschlossen ist, bevor wir die Helme ausziehen können. Und die Lampen da oben? Bei den Lampen ist es so. Die Uni hat, damit wir die Kurse normal besuchen können, alles im Gebäude sicher vor UV-Strahlen gemacht. Also Fenster und Lampen. Hier oben haben sie zum Beispiel eine Art Folienplatte als UV-Blocker vor das Neon gesetzt. Ein Quadratmeter der UV-Schutzfolie kostet 100 Euro. Wie schädlich eine Lichtquelle ist, hängt auch von der Farbe ab. Lampen mit blauem und violettem Licht sind näher an ultravioletten Strahlen als andere. Folglich sind das die Lampen, die für uns gefährlicher wegen der UV-Strahlung sind. Lampen mit gelbem und rotem Licht haben das nicht. Wir dürfen Vincent in einen seiner Kurse begleiten. Auch im Seminarraum muss er seinen Helm glücklicherweise nicht tragen, trotz Neonlampen. Die sind mit der Folie bedeckt. Genau wie die Fenster. Die Universität hat das gesamte Gebäude extra für die Zwillinge UV-sicher gemacht. Bezahlt hat es der Staat. Denn Vincent und Thomas haben einen Behinderungsgrad von 80%. Aus diesem Grund wurden der Uni die Kosten für die Umbaumaßnahmen erstattet. Das gilt später auch für potenzielle Arbeitgeber. Wir fragen die anderen Studenten nach ihren Erfahrungen mit Vincent und seiner Krankheit. Am Anfang habe ich mir schon gedacht, das ist bestimmt schwierig. Aber wenn man ihn so im Alltag sieht, hat man echt den Eindruck, alles ist gut und normal. Wenn wir das Gebäude verlassen, dann achten wir darauf, dass wir die Türen verschließen, damit sie keine Sonne und keine UV-Strahlen abkriegen. Er ist ein Mensch genauso wie wir, abgesehen von der Krankheit. Aber mit der kommt er ja wirklich gut klar. Thomas will nach seinem Abschluss in der Geschichtsforschung arbeiten. Auf seinen Helm ist er dabei allerdings auch weiterhin angewiesen. Das Problem werde ich haben, wenn ich zu Archiven reisen muss. Und da müsste ich dann auch innen den Helm tragen. Der schönste Teil des Tages beginnt für die Zwillinge, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann können sie endlich das Haus ohne Astronautenhelm oder Schutzkleidung verlassen. Die UV-Strahlung von Straßenlaternen ist ungefährlich. Entweder sind die zu weit oben oder geschützt durch ein Zusatzglas. Ein Problem haben die Zwillinge mit dem Nachtleben trotzdem. Es gibt Orte, da können wir wegen des Lichts wirklich nie hingehen. Zum Beispiel in Diskos und Clubs. Die Lampen da sind zwangsläufig mit UV-Strahlung und die vertragen wir ja nicht. Und gerade nachts wollen wir wirklich mal auf unsere Helme verzichten. Deshalb gehen wir dann dahin, wo wir wissen, wir brauchen die Helme nicht. In Restaurants wissen wir inzwischen schon, ob wir den Schutz brauchen oder nicht. Sonst können wir uns mit dem Besitzer arrangieren, indem er das Licht an unserem Tisch ausmacht. Doch das Größte für die beiden ist einfach nur draußen zu sein, spazieren zu gehen und die Welt ohne Trennglas zu erleben.
Das ermöglicht uns wirklich mal draußen zu sein, ohne einen Glashelm. Und nicht wieder drinnen in einem Gebäude. Das ist ein Moment der Freiheit. Wir können wirklich rausgehen, die Luft fühlen und den Wind spüren. Erst nachts sind die Mondscheinzwillinge einfach zwei ganz normale Studenten.